Hallöchen mal wieder aus dem Spieldurst. Es ist Freitag, ne? Ja. Es ist Freitag, wir haben Spiele. Ich wollte noch so ein Sein- oder Nicht-Sein-Joke machen. Ich glaube, ich lasse es sein, oder? Ja, Hamlet. Wir Hamlet. Haben... Sein oder Nicht-Sein. Es gibt weniger Tote und weniger dänische Prinzen in dem Spiel, sondern mehr Dörfer. Yes. Und man sieht schon, es ist wieder ein bisschen Legespiel. Es ist nicht ganz kooperativ. Also man versucht gemeinsam ein Dorf, beziehungsweise ein Dorf aufzubauen. Ein Hamlet aufzubauen. Und es kann aber nur eine Person gewinnen. Die Person, die am meisten beigesteuert hat. Das heißt, man versucht eben die Wege so zu legen, dass man die Güter möglichst schnell ins Dorf kriegt und möglichst sauber arbeitet. Und wer das dann am besten hinbekommt, gewinnt halt das Spiel. Und es ist natürlich mal wieder... Ist fantastisch. Ich kann auch, wer sich für dieses Spiel empfiehlt, sehr das Video von Shut Up and Sit Down dazu empfehlen. Die haben das toll aufbereitet. Und es ist auch einfach total spannend, weil es ist ein Legespiel und es ist ein Dorfbauspiel. Und die Teile sind nicht quadratisch. Die ja, genau. Sind unterschiedlich groß und das ist ein ganz anderes Gefühl, wie wir diese Landschaft bauen, weil das eben nicht, also das ist einfach, die Landschaften sind einfach nicht so, die sind nicht gerade, es ist alles irgendwie so ein bisschen schräg und das ist schon einfach, also es ist ein Spiel, wir hatten das jetzt schon lange auf Englisch da, jetzt haben wir es endlich auch auf Deutsch da und ein Spiel, was ich einfach auch wunderschön finde und einfach eine tolle Geschichte. Ja. Guter Start. Ja. Guter Start. Hamlet ist auch, also es sieht auch einfach schön aus. Ja. Dann gehen wir eher zu Partyspielen rüber. Ich leg das mal auf, ein bisschen auf Seite. Taco Football Women's World Cup. Also quasi Taco, ich vergesse immer. Taco Katze Ziege Käse Pizza, glaube ich. Es ist der Name vom Grundspiel. Ist letztendlich das gleiche. Es ist ein Reaktionsspiel. Und in dem Fall gibt es dann noch ein paar Special-Karten eben zu der aktuellen Women's Football World Cup. Schick. Ja. Schönes Spiel. Gutes Thema. Und mal ein bisschen Aufmerksamkeit für die Women's World Cup, nicht nur die, ich wollte gerade sagen, die normale World Cup. So sehr ist das halt... Die Male World Cup, ja, voll. Ja, es gibt halt nicht die Men's World Cup, es gibt die World Cup und die Women's World Cup. Ja. Champions. Auch nach wieder Challengers, Ausrufezeichen, Champions, Ausrufezeichen, damit es nicht zu verwirrend wird. Ah, ach so. Spielt sich aber ganz anders. Es ist ein bisschen mehr Partyspiel als jetzt das Challengers. Ist es denn im gleichen Kontext? Nein. Ne, ich wollte schon sagen, okay, du hast einfach nur... Nee, es ist einfach nur, ich habe Champions gesehen Challengers und war erstmal verwirrt. Ja, ich auch. Aber man sieht schon, es sieht ganz anders aus und es spielt sich auch anders. Es ist wirklich eher Partyspiel. Man hat dann verschiedene Namen von Charakteren, die man kennt oder nicht kennt. Also hier hat man zum Beispiel Elvis und Thor, Kleopatra und so weiter. Und hat verschiedene Challenges, die sich die Leute bieten. Dann muss man gucken, wer gewinnt da. Also hier Oma und Dracula, wer sabbert im Schlaf und dann... kann man eben sagen, ja, wahrscheinlich wird die Oma gewinnen. Dracula schläft doch gar nicht, oder? Genau. Ja. Und hier, man sieht, die Gewinner gehen immer einen Schritt weiter, bis man am Ende eine Person hat, die gewinnt. Und am Anfang geht es eben darum, man versucht schon mal vorher zu raten, wie sich das Turnier entwickeln wird, wer gewinnen wird und darauf zu wetten. Und dann stimmt man tatsächlich ab, wer gewinnt. Das heißt, man kann sein eigenes Glück... sein eigenes Glück schaffen? Keine Ahnung. Also man versucht natürlich, das Spiel dahin zu lenken. Ich irgendwie überreden und sagen so, hä, natürlich gewinnt meine Oma beim Sabbern den Schlaf. Die ist viel krasser im Sabbern. Meine Oma sabbert schon seit Jahren. Da war die noch gar keine Oma, die schon im Schlaf gesabbert. Genau. Die ist aber auch im Schlaf. Manchmal. Jeder, ab und zu. Ja. Dann geht's weiter mit Spielware. So ein paar Playmobil-Sachen. Ist irgendwie zur Gewohnheit geworden die letzten Wochen. Sind ein paar Playmo-Friends reingekommen. Hier haben wir die Frühaufsteherin und den Kickboxer. Das sind so kleine Sets für weniger als 4 Euro. Und hier gibt es auch noch Booster, aufgeteilt in Girls und Boys.
Ich glaube nicht, weil das gedacht ist für Jungs oder für Mädchen, sondern es sind wirklich die, hier sind Frauen in dem Paket drin, hier sind Männer in dem Paket drin, sind auch immer dann zufällig, was man kriegt, aber man sieht's, man hat hier zum Beispiel einen Sportler hinten mit einer Prothese als Bein, man hat Ritter, man hat Piraten, Aliens, einen Höhlenmensch da oben und bei den Frauen gibt's dann auch eine Malerin, Prinzessin, ganz klassisch, aber auch hier eine, wie heißt das, Falknerin? Eine Person, die Falken cool. Dressiert, eine Fahrradfahrerin, ein Clown und so weiter. Also ganz viele verschiedene Charaktere sind auch hierfür, ich glaube, 2,50 Euro kriegt man dann so einen kleinen Booster. So, das waren so die Neuheiten für diese Woche. Ihr kennt es wie immer. Wir haben genug andere Sachen hier im Laden. Kommt gerne vorbei. Wir freuen uns immer, euch zu sehen. Paul, wir haben was verpasst. Das hier. Wir sind noch dabei. Ich weiß gar nicht, wie ich das verpassen konnte. Ich liebe dieses Spiel. Mindbug Promo Pack. Da sind eben 10 Promokarten aus dem letzten Jahr dabei. Geil. Ja. Ja. Haben wir auch. Haben wir auch. Tschüss. So, das war nun schon das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like, ich mache mal den Daumen hier, oder ein Abo, das freut uns auch immer. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gerne einen Kommentar lassen, wir verbessern uns da. Tschüss! Ciao!